Nach Bayern, Dortmund und Schalke wagen wir uns jetzt in internationale Gewässer. Wir schauen auf die potenzielle Startelf der Königlichen, des Champions-League-Siegers, des spanischen Meisters. Wie wird Real Madrid nächste Saison auflaufen? Mit seinen schnellen Reflexen und gutem Überblick ist Keylor Navas einer der besten Torhüter der Welt. Er hat einen ordentlichen Teil dazu beigetragen, dass Real Madrid zweimal in Folge die Champions League gewinnen konnte. Seine Statistik ist überragend. 114 La Liga-Spiele, 111 Gegentore und ganze 41 Mal ohne Gegentor vom Platz. Trotzdem wurde er einige Male kritisiert, weil er nicht das Maximum abrufen konnte und ab und zu wackelte. Pünktlich zum Saisonendspurt konnte er aber wieder vollkommen überzeugen und beweisen, dass er zu Recht die Nummer 1 bei einem der besten Clubs der Welt ist. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir Reals Eigengewächs. Mit kurzem Zwischenstopp 2012 und 2013 in der Bundesliga, ja, er war tatsächlich mal bei Leverkusen, spielt er seitdem bei den Königlichen. In der Jugendakademie wurde er ausgebildet, konnte außerdem jede Jugendmannschaft Spaniens durchlaufen. Und obwohl er öfter von kleinen Verletzungen geplagt wird und deshalb 19 Spiele der letzten Saison verpasste, konnte er trotzdem 41 Spiele für Madrid machen, ein Tor schießen und 12 vorbereiten. Und weil Danilo eventuell bald verkauft werden könnte, ist die Konkurrenzsituation auch weniger verschärft. Nacho und Jesus Vallejo. Das hört sich als Innenverteidigung schon mal gar nicht so schlecht an, oder? Was Real aber in der Startelf zu bieten hat, ist nicht von dieser Welt. Der Kapitän Sergio Ramos, seit 2005 bei den Königlichen mit 552 Spielen die fünftmeisten Einsätze auf der Rekordspielerliste, nur ein Spiel hinter Roberto Carlos. Nicht ganz so lange dabei, trotzdem nicht mehr aus der Elf wegzudenken, Rafael Varane. 2011 aus Frankreich gekommen, konnte der Nationalspieler schon dreimal die Champions League mit Madrid gewinnen und tatsächlich hat er alle seine 11 Titel mit Real Madrid geholt. Zusammen haben sie 18 Jahre La Liga-Erfahrung und einen Marktwert von 75 Millionen Euro. Wenn das mal keine Weltklasse-Innenverteidigung ist. Theo Hernandez ist Reals neuer Linksverteidiger. Nachdem seine Präsentation so gut gelaufen ist, man seine Ballkontrolle und seine Skills gesehen hat, gehört er 100% in die Startelf. Und in anderen News geht Ronaldo zu Barcelona. Spaß beiseite, es gibt keinen Weg vorbei am vielleicht besten Linksverteidiger der Welt. Marcelo hat letzte Saison einmal mehr gezeigt, dass er defensiv brillant agiert und durch seine Schnelligkeit und Ballsicherheit offensiv das Spiel der Madrilenen mehr als beleben kann. Es gibt keine Diskussion, auch wenn Theo Hernandez für 30 Millionen Euro von Atletico kam, so schnell wird sich Marcelo seinen Stammplatz nicht abluchsen lassen. Torwart und Abwehr stehen und die sind schon ziemlich beeindruckend. Wen würdet ihr aufstellen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wir gehen jetzt weiter zum Mittelfeld. Im 4-3-3 gibt es ja bekanntlich drei Mittelfeldspieler und ich sag mal so, so viele Überraschungen gibt's dabei Real nicht. Marcos Llorente, Mateo Kovacic, Dani Ceballos. Alles große Namen, alles Bankdrücker in der nächsten Saison. Denn an den nächsten drei kommt niemand vorbei. Unser erster Stammspieler im zentralen Mittelfeld ist Casemiro. Seine körperliche Stärke hilft ihm in der Defensive, aber auch dabei, den Ball nach vorne zu tragen. Er ist vielseitig einsetzbar, konnte außerdem schon mit einigen Toren überzeugen. Der nächste in unserer Dreierreihe ist einer der Besten der Welt, wenn nicht sogar der Beste. Offensiv, defensiv, zentral, egal. Toni Kroos weiß, wo der Ball hin muss, wo seine Mitspieler stehen und wie man dem Gegner den Ball abnimmt. Der Dreh- und Angelpunkt in Reals Mittelfeld hat eine Passquote von sage und schreibe 92,5%. Das heißt, von 100 Pässen, die er spielt, kommen nur 7 nicht an. 48 Spiele, 4 Tore, 17 Vorlagen, einen Hammerschuss mit beiden Füßen. Wer mir jetzt noch erzählen will, dass er nicht Weltklasse ist, der darf gerne nochmal die WM 2014 gucken, denn spätestens seitdem ist er die Nummer 1 der Welt. Der dritte Platz im Mittelfeld geht an einen echten Veteran, den Papa im Mittelfeld. Und trotz seines Alters ist er immer noch agil, schnell und ausdauernd wie eh und je. Seit 2012 ist Luka Modric bei Real unter Vertrag und organisiert seither das Spiel der Madrilenen mit seinem grandiosen Auge aus dem Mittelfeld heraus. Er kann das Spiel lesen, antizipieren, wie der Abiturient sagen würde. An dieser Stelle viele Grüße an Manni Breukmann. Vielleicht ist das Wort Weltklasse schon ein wenig zu oft gefallen, aber Modric verdient diesen Titel allemal. 8 Spieler, die zusammen jetzt schon eine der besten Mannschaften der Welt bilden. Und wir sind noch gar nicht beim Sturm angekommen. Wen würdet ihr aber bisher aufstellen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, lasst doch ein Abo da.
Wir gehen jetzt weiter in den Sturm und der lässt so manche Abwehr erzittern. Auf dem rechten Flügel gibt es vielleicht unsere erste Kontroverse. Bale war einer der teuersten Transfers Reals und ja, er ist auch ein guter Spieler. Und auch Lucas Vázquez hat viel Potenzial. Wir haben uns allerdings für Isco entschieden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Bale nicht mögen, sondern eher damit, dass Isco die Zukunft gehört. Intelligent, mit Spielwitz und Schnelligkeit kann er auf dem Flügel überzeugen. Seine präzisen Pässe und sein unaufhaltsames Dribbling machen ihn auf der rechten Seite unverzichtbar. Obwohl er eigentlich im offensiven Mittelfeld spielt, sehen wir ihn mit seiner Durchsetzungskraft eher auf den Außen. Und naja, im Mittelfeld ist ja auch nicht mehr so viel frei. Links außen. Wenn Marco Asensio so weitermacht, gehört dem 21-Jährigen die Zukunft. Aber seien wir mal ehrlich, niemand kommt am viermaligen Weltfußballer vorbei. Cristiano Ronaldo. Viel brauche ich zu ihm wohl nicht sagen. Jeder kennt ihn, viele lieben ihn, vielleicht noch mehr hassen ihn. Aber ob er gemocht wird oder nicht, kann ihm egal sein. 688 Spiele in seiner Laufbahn, 524 Tore, 186 Vorlagen. Utopische Zahlen. Allein für Real spielte er 265 Mal, schoss 285 Tore, verbrachte rund 15,8 Tage auf dem Platz im Real-Trikot. 22.815 Minuten, um genau zu sein. Muss ich noch mehr sagen oder seid ihr jetzt damit einverstanden, dass er gesetzt ist? Karim Benzema. 21 Titel auf dem Konto, 12 davon mit Real Madrid. Seit 2009 bei den Königlichen und mit 29 hat er noch ein paar Jährchen zu spielen. Ein ganzes Jahr an Einsätzen, nämlich 365, 181 Tore, 103 Vorlagen. Der Franzose ist im Mittelsturm gesetzt, keine Chance, da irgendwie vorbeizukommen. Einige Male musste er zwar in der letzten Saison passen, trotzdem konnte er 48 Mal auflaufen. Keine Diskussion. Wir haben es geschafft. Das war unsere Startelf für Real Madrid in der Saison 2017-2018. Ja, okay, es gab keine großen Überraschungen, aber seien wir ehrlich, viel besser geht's doch auch nicht mehr. Wen stellt ihr auf? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.